Hi ihr Lieben, willkommen zum Spiel Garbage Garage. Zum Spiel müsst ihr euch registrieren, Nutzername, Passwort, E-Mail angeben, euer Spiel wird auswählen, aber wie gesagt, ihr registrieren. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe dann alles vorbereitet. Es läuft folgendermaßen, ihr kauft Autos, Schrottautos, zerlegt die auf eurer Rampe. Oh. Jetzt haben wir beim Verschrotten einen illegalen Gegenstand gefunden. Dadurch erhöht sich unser Ruf. Gut. Wir zerlegen jetzt quasi das Auto, bauen die richtigen Elemente aus und können sie dann nachher hier in unserer Branche verkaufen. Die Preise springen alle 2 Sekunden und ihr müsst versuchen, möglichst hohen Preis für die einzelnen Komponenten zu erzielen. Wir haben jetzt hier einen Gewinn gemacht von 178 Euro oder Dollar. Das heißt, wir haben den Wagen, die Einzelteile für den Konstruktwagen teurer verkauft als über den Shopwagen einkaufen. Und darum geht es im Spiel. Durch jedes Zerlegen eines Wagens erhöht sich euer Ruf. Erhöht sich euer Ruf, steigt euer Level. Und euch habt ihr eine Möglichkeit im Spiel. Eure Energie nimmt stetig ab durchs Arbeiten. Und wenn ihr wartet, wird es euch wieder voller. Hier ist euer Geld, das ihr verdient habt. Und damit könnt ihr dann im Shop Sachen kaufen. Upgrades, wie zum Beispiel neue Autorampen, neue Parkplätze, Dekorationen, Schilder, Tiere, Bäume. Wenn ihr nachher ein höheres Level erreicht habt, könnt ihr dann auch noch andere Sachen nutzen, zum Beispiel dann den Bazaar oder die Autoarena, wo ihr Autorennen fahren könnt. Und wenn ihr mal ein Auto zerlegen wollt, ist ganz klar, dann könnt ihr auch zum Schwarzmarkt kommen, um Autos spielen. Der Wagen ist jetzt zerlegt und ihr könnt die Einzelteile jetzt weniger machen. Und da wäre der Wagen jetzt wieder zum Verkauf. Nur viel erstmal dazu.